Was kommt raus, wenn zwei alternative YouTuber einen Stream aus dem Görlitzer Park machen? Richtig, ein Antifa-Angriff, Anzeigen, eine Hausdurchsuchung und gefundener Sprengstoff am Ende. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht um die Attacke gegen Herrn Weber von Weichreite TV und Björn Banane. Letzte Woche in Berlin-Kreuzberg in der Nähe vom Görlitzer Park. Ich habe darüber schon ein Video gemacht. Jetzt gab es heute eine polizeiliche Durchsuchungsmaßnahme bei dem einen mutmaßlichen Täter, den sie in der Nacht vor Ort verhaftet hatten. Und was haben sie dabei gefunden? Eine geringfügige Menge Sprengstoff. Die Folge war, man musste vor Ort diesen Sprengstoff beseitigen. Das ist die Antifa in diesem Land. Aber die größte Gefahr, sie geht selbstverständlich von rechts aus. Es ist wirklich phänomenal. Bei dem Einsatz ist das Berliner Sprengstoffkommando dann dazugerufen worden an einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Weißensee. Ich finde es hier wirklich bemerkenswert. Berlin-Weißensee, die Wohnadresse des Angreifers hier, ist von dem Tatort in Kreuzberg ziemlich weit entfernt für Berliner Verhältnisse. Also man muss schon mehrfach umsteigen, um diesen Platz dort zu erreichen. In der Smetana-Straße, falls sie jemand von euch kennt, haben die Beamten dann zufällig bei dieser Durchsuchung eine, sie sagen, geringe Menge Sprengstoff entdeckt. Es gibt jetzt hier das Foto, es sieht aus wie ein Benzinkanister. Sie sagen leider nicht dazu, um welche Art von Sprengstoff es sich gehandelt hat. Wie ihr wisst, hat Berlin in Grunewald einen eigenen Sprengplatz, um solche Sachen hier unbrauchbar zu machen. Dass die sich allerdings dazu entschieden haben, lieber vor Ort im Wohngebiet zu sprengen und dafür Anwohner evakuiert haben, spricht dafür, dass es sich hier um etwas Instabiles, nicht eindeutig Identifizierbares handeln muss. Näheres zu dem Stoff wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben. Auch bis zum heutigen Abend haben sie hier nichts bekannt gegeben. Interessant ist ja die Zwischenüberschriften, die die Medien machen. Razzia nach Angriff auf Verschwörungstheoretiker. Das Wort Verschwörungstheoretiker ist ja heute ein Adelsprädikat, denn aus jedem Verschwörungstheoretiker wird auch ein Praktiker. Corona hat es gezeigt. Es geht jetzt hier um zwei YouTuber aus der Querdenker-Szene, so nennen sie die beiden. Ich habe mich mit den beiden noch gar nicht so genau befasst, um dafür mir ein Urteil zu machen. Ich hätte jetzt alternative YouTuber-Szene mal gesagt. Aber sie sagen hier, es sind aus der Querdenker-Szene zwei YouTuber, die auf X gepostet haben, sie würden in Berlin-Kreuzberg diesen Videodreh planen. Ihr kennt das Ganze, bei der Abmoderation des Livestreams gab es dann hier den vermummten Angriff mit Reizstoff-Sprühgeräten. Es tauchten hier drei Sympathisanten der linksextremistischen Antifa mit Sturmmasken auf und griffen die Verschwörungstheoretiker an. So schreibt es hier die Bild-Zeitung. Finde ich phänomenal, dass sie das hier so framen wollen. Die Videoaufnahmen sind allseits bekannt. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet wegen schweren Raubes. Einer der Tatverdächtigen konnte sogar in der Nacht des Angriffs identifiziert und in der Nähe des Tatorts kurzzeitig gefasst werden, um seine Personalien festzustellen. Jetzt haben sie dann heute diese Durchsuchungsmaßnahme gemacht und da muss man sich immer nur noch mal vor Augen führen. Man ist vor 5 Tagen auffällig geworden mit einer Körperverletzung, mit einem Raubangriff auf politisch Andersdenkende, dass sogar das LKA Berlin und der Staatsschutz schon seit 25.07. an den Ermittlungen beteiligt sind. Und dann ist man nicht in der Lage, als Antifa-Mitglied seine Wohnung so zu präparieren, dass bei einer Durchsuchung, mit der man rechnen muss inzwischen, nichts gefunden wird. Da sieht man mal, wie weit die Leute denken. Sie denken, vom Putz bis an die Tapete oder von 12 bis Mittag, würden andere sagen. Es ist wirklich phänomenal. Man hat selbstverständlich auch das Reizstoff-Sprühgerät gefunden und andere Gegenstände mit Bezug zur Antifa. Manche würden auch sagen, Devotionalien der Antifa, weil Devotionalien kennen wir vom NS-Bezug. Hier sind es dann Gegenstände mit Bezug. Es sind auch Devotionalien der linksextremistischen Antifa. 200 Bewohner mussten hier die Häuser verlassen. Das Kriminaltechnische Institut der Berliner Polizei hat sich entschieden, den Sprengstoff vor Ort zu vernichten. Und das ist wirklich bezeichnend. Wir wissen also, mit welchem Täterkreis es wir hier zu tun haben. Sie sind nicht nur auf der einen Seite gewaltbereit, akzeptieren keine anderen Meinungen, denn andere Meinungen muss man aushalten. Nein, sie schrecken hier auch nicht davor zurück, dann über
die einfache oder gefährliche, eventuell schwere Körperverletzung hinauszugehen. Sie sind auch bereit, hier mit Sprengstoff zu hantieren. Das sind Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz. Da kommt nochmal eine ganz andere Baustelle auf diesen jungen Mann hier zu, wobei so jung war der gar nicht, er war 40. Antifa-Mitglied 40. Es ist wirklich spannend. Da geht Björn Banane und Weichreiter TV einfach nur im Görlitzer Park spazieren, laufen über das Cottbusser Tor, dann zurück in eine Seitenstraße und am Ende haben wir hier eine Durchsuchung in Berlin-Weißensee mit dem ganzen Sprengstoffkommando. Wir haben den Staatsschutz mit in den Ermittlungen. Wir haben das Landeskriminalamt Berlin mit an den Ermittlungen. Und weil wir jetzt hier Sprengstoff gefunden haben bei einem Mitglied einer linksextremistischen Bande, nichts anderes ist die Antifa, so hätten wir hier die Möglichkeit, dass unser Generalbundesanwalt mit dem wunderschönen Namen Jens Rommel hier endlich mal das Ermittlungsverfahren an sich zieht und gegen die Antifa und ihre Mitglieder hier über den Generalbundesanwalt ermitteln lässt, damit man mal sieht, wie wir in diesem Lande inzwischen wieder mit terroristischer linker Gefahr umgehen. Die letzten linken Terroristen waren die Rote Armee-Fraktion Terroristen. Sie haben über 30 Leute in diesem Land getötet und so wie sie inzwischen mit den alternativen Leuten hier umgehen, schrecken sie auch nicht davor zurück, dass man hier Tote billigend in Kauf nimmt. Und das ist, wenn man sich die gesamte gesellschaftliche Entwicklung anguckt, das, was eigentlich als logischer nächster Schritt folgen muss. Es werden wieder politische Morde in diesem Land passieren, entweder von Rechten an Linken, das würde ihnen am besten ins Bild passen, oder eben von den Linken an den Rechten. Das würde denen auch ganz gut ins Bild passen. Das ist das Einzige, was jetzt noch quasi fehlt von diesen ganzen Ausrastern, Fehltritten, Skandalen, Enthüllungen, Spionagedingen, alles, was wir gesehen haben. Es fehlt jetzt noch das Anwenden maximaler körperlicher Gewalt bis hin zum Tod des Gegenüber. Ich sage das nicht, weil ich das befürworte. Ich sage nur, ich befürchte es, dass das der nächste Schritt ist in der politischen Auseinandersetzung, dass wir uns wieder die Köpfe einschlagen, bis einer von beiden tot ist. Und so weit darf es niemals kommen. Deswegen betreibe ich auch hier diesen Kanal. Denn eins habe ich gelernt in jahrelanger Arbeit im Deutschen Bundestag. Wer die Politik ändern will, muss vor allem dafür sorgen, dass gewisse Sachverhalte einfach der Bevölkerung bekannt sind. Wie das in der Bevölkerung dann gewertet wird, wie das analysiert wird, welche Schlüsse man zieht, ist jedem selbst überlassen. Aber das ewige Weglassen der Mainstream-Medien von wichtigen Fakten, wichtigen Ereignissen, die passiert sind, haben dafür gesorgt, dass der Bürger in seiner Auswahl dessen, was er quasi verarbeiten und analysieren muss, von vornherein schon mal eingeschränkt ist, damit unten quasi gar nicht alle möglichen Antworten herauskommen, sondern ein gewisser Problembereich, der oben gar nicht quasi Teil des Inputs war, unten auch nicht Teil der Lösung sein kann. Ihr wisst alle, was ich damit meine. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verstanden. Es war jetzt etwas anders ausgedrückt, aber ohne freie Information, ohne das Schauen auf die ganzen Missstände in diesem Land, kann man noch 15 neue Parteien gründen. Das wird alles nichts ändern, solange bei den Menschen draußen nicht wieder das Denken und das Reflektieren über gewisse Dinge stattfindet. Wie jetzt hier, da heißt es hier, Berliner Polizei findet Sprengstoff in Wohnung. Ja, bei Linksextremist, das lassen sie ja auch noch weg. Und wer interessiert sich schon dafür, Berliner Polizei findet Sprengstoff in Wohnung, das ist inzwischen ja etwas häufiger der Fall. Aber wenn wir die Zusammenhänge hier analysieren, dass es hier politisch Andersdenkende sind, die angegriffen wurden, aktiv mit Ansage auf Twitter, ich habe es ja denen in den Chat gepostet, und dann findet man bei der Razzia, obwohl die Leute noch 5 Tage Zeit hatten, die Wohnung zu säubern, trotzdem noch Sprengstoff, dann wissen wir, wie hoch die Eskalations- und Gewaltbereitschaft genau in dieser Ecke ist. Und das ist es, was ich euch zeigen möchte. Alles andere bringt nichts. Ich mag die Antifa nicht, das ist das eine, aber wenn sie hier Straftaten begehen, hat das nichts mehr damit zu tun, dass ich sie nicht mag. Das ist Verletzen von Gesetzen in diesem Land und das gehört sich nicht. Das ist ungesetzlich, illegitim, würden manche sagen. Es delegitimiert die eigene Sache, nicht unbedingt den Staat, aber die Klimakleber sind ja auch dabei, Schaden anzurichten, um es für die Allgemeinheit zu tun. Da oben, das Vögelchen ist wieder unterwegs. Abonniere den Kanal, abonniere X und Telegram. Wusstest du schon, dass es hier Sprengstofffunde gab bei Antifa-Mitgliedern in Berlin? Vermutlich nicht, es ist nämlich immer nur eine Randmitteilung wert. Damit sage ich ciao, bis bald.